sind der Marc Bonnard von Dirty Crows. Ich mache den Gesang und spiele Gitarre. Mein Name ist Daniel Franz und ich spiele in Batterie und mache Background Vocals. Ich bin Philipp Bonnard, ich bin Gitarrist und mache noch eins der Background Vocals. Ich bin Mauro Fiormonte und ich spiele Bass. Ihr seid die Dirty Crows, die schwarzen Krähen. Da würde mich als erstes interessieren, habt ihr eine schwarze Seele? Den weiß schon, das haben wir auch immer mehr raus von dem Album selber. Das ist ein immens sombren, dunklen Album, trotzdem immens ehrlich. Und im Endeffekt passt es ganz gut bei Ihnen. Ihr seht irgendwie gar nicht so düster aus, deswegen wundert mich der Name so ein bisschen. Es muss ja eigentlich nicht düster aussehen, für düster zu sein. Okay, okay. Ihr macht Desert Rock'n'Roll. Habe ich schon gehört und auch schon gelesen. Wart ihr schon mal in der Wüste oder wollt ihr mal in die Wüste? Ich schwätze nur für uns, mein Jalogur. Wir waren alle noch nicht an der Wüste, aber für uns ist einfach die Wüste die absolute Symbolik von Freiheit. Und Freiheit ist eine Thematik, die bei uns auf der CD und auch an den Liedern eine immens wichtige Rolle spielt. Lonely Mustang on the road. Dirty dust in my eyes, I breathe the gasoline. That's what I like, that's what I like. Das ist nicht wie bei anderen Bands, also, die spielen Punk, die spielen Pop, die spielen Rock, Gott weiß was. Bei uns ist es einfach, wir haben den Begriff Desert Rock geholt und nicht für unbedingt zu beschreiben, was wir spielen, sondern einfach die Emotionen und das, was wir mit unserer Musik wollen, ausdrücken. Einfach die Freiheit. Ihr habt für euer Album eure Stilrichtung so ein bisschen geändert, auch so in Richtung kommerzieller? Ich denke nicht, dass wir kommerziell gehen. Das will aber nicht heißen, dass wir uns verkaufen oder dass wir in Pop spielen, den uns gar nicht gefällt. Wir haben am Endeffekt so viel wie möglich rausgezogen aus der Musik, die wir so gespielt haben. Und wir wollten nicht für mehr breiteren Publikum einfach machen. Und am Endeffekt denke ich, dass das eine ganz gute Kombination, die gut geklappt hat, also ein dreckiges Feeling, und aber die, ja, die ein bisschen kommerziellen Teil davon haben. Bei unserer Musik, also so, dass wir uns selber können rumspiegeln an dem, was wir machen. Aber wir dürfen zum Beispiel coveren, da werden wir begrenzt, da dürfen wir nicht das machen, was wir am Anfang ausdrücken wollen. Ich denke, dass das ein Stil, wo wir zu feiern ist, wollten wir da spielen, den wir gerne lauschen. Und das ist ein von den ähnlichen Stilen, wo wir zu feiern sollen. Das also, ich meine, wir lauschen alle noch so viele andere Sachen. Aber das ist so der gemeinsame Punkt und dadurch denke ich, dass wir uns zu feiern, dann wirklich daran frei spielen. Natürlich kann immer so wir haben Influenzen, die Musiker, die uns gut gefallen. Du hast eine Ahnung, Queens of the Stone Age oder vielleicht auch in Johnny Cash einfach von der Mentalität, vom Lebensstil. Im Endeffekt sind wir Dirty Crows und wir spielen unseren Stil. Got me on my knees, begging and I plead. Dann haben wir im Vorfeld vom Interview schon ein bisschen geredet über euer neues Projekt, euren Blog. Ihr seid also kräftig am Sammeln für eure CD. Wenn du einen Blog auf dirtycrows.tumblr.com, du geht da eigentlich darum, dass wir finanzielle Unterstützung sichern. Wir bieten den Leuten Package nun. An die überweisen als Suchen und sie kriegen etwas dafür. Natürlich sind wir uns bewusst, wenn wir ein Package machen, dass die Suchen, die am Endeffekt überwiesen gehen, nie das können ganz ranholen. Also wir bieten ein CD und wir bieten 400 Euro nach einem Konzert und an Patchen am Endeffekt sind wir froh, dass wir die Suchen kriegen und vielleicht kriegen wir etwas zurück. Ihr seid jetzt erstmal mit der Studioproduktion noch beschäftigt, bis wann? Ja, eine Zeit lang? Bis Mai als eigentlich Release Party. Okay, danach kommt dann die Release. Und die Release findet statt wahrscheinlich auf dem
sind wir sicher auf dem Quadriacensis Festival. Am 20. Da können wir eigentlich zwar noch keine Outside sein. Okay. Nähere Informationen findet man dann auf Facebook. Auf der Facebook-Seite. Bald auf Facebook-Seite. Gut, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Interview. War sehr interessant. Und ja, ich bin schon ganz, ganz gespannt auf eure CD. Merci. Wir hoffen, dass ihr alle auf fort.lu geht und unser Video guckt und dass ihr uns auch in Zukunft noch weiter unterstützt. Rock on, denkt an den Desert Rock, weil es geht höchste Zeit, dass Lützebüsch in Desert Rock Band wird und die unterstützt.